Einen schönen guten Morgen und willkommen zum zweiten Tag des VDT-Hochschultages. Direkt zum Start an diesem Tag kann ich Ihnen einen Bildungsexperten anbieten, Michael Schopf. Er vertritt die KMK im Rahmen des Arbeitskreises DQR. Über den deutschen Qualifikationsrahmen haben wir ja gestern schon uns in vielen Facetten unterhalten und teilweise auch auseinandergesetzt. Er ist aus der Pädagogik, war früher Handelslehrer, ist also ein Bildungsexperte sozusagen der ersten Stunde. Und er wird sich in seinem Vortrag damit auseinandersetzen, der Qualifikationsrahmen, was bedeutet er auf deutscher und europäischer Ebene, welche Chancen sind da drin und ist dieser Rahmen überhaupt eine Erfolgsstory? Herr Michael Schopf. Ja, meine Damen, meine Herren, auch von mir, schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Nett, dass ich hier sein darf, sage ich hoffentlich in zwei Stunden immer noch. Und ich soll etwas erzählen zum Thema deutscher Qualifikationsrahmen. Qualifikationsrahmen generell, ein Begriff, den wir vor 10, 15 Jahren nicht mal kannten. Also es gibt ja so Entwicklungen, wo sich ganz neue Begriffe auch etablieren. Zurzeit tun wir so, als ob jeder wüsste, was ein Qualifikationsrahmen ist. Dem war ja überhaupt nicht so. Und man beginnt, so im Sprachgebrauch verbindet man auch gar nichts damit. Was ist ein Qualifikationsrahmen? Ist das der Rahmen, wo ich meine Qualifikation reinhänge, Meisterbrief oder sowas? Ne? Oder was stellt das überhaupt dar? Ein paar Länder wussten, was das ist. Also Irland, Frankreich zum Beispiel. Aber der Rest der Welt, Irland, wie Deutschland. Keine Peilung, was das sein sollte. Wenn wir jetzt uns seit 10, 15 Jahren mit dem Thema beschäftigen und ich selbst bin auf diesem Gebiet auch sowas wie so ein Dinosaurier, weil ich von Anfang an dabei war, auch auf europäischer Ebene, dann fragt man sich, warum macht man da so viel Gewese um dieses dürre Stück Papier? Wenn Sie den Qualifikationsrahmen sich ansehen, das sind 10 Seiten, wenn es hochkommt. Der gemeinsame Beschluss ist auch nicht viel länger, eher kürzer. Also eigentlich, in Deutschland sind wir solche Papiere gewöhnt, so von Telefonbuchcharakter. Warum haben wir so viel Aufstand, so viel Befürchtung, so viel Erwartung, Hoffnung, Chancen, Risiken mit so einem Begriff wie Qualifikationsrahmen? Und wenn wir uns das ansehen, dann müssen wir auch noch dazu sagen, das ist ja nicht mal eine deutsche Erfindung. Also in Deutschland wären wir wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen, sowas zu machen, sondern das Thema haben wir geerbt aus Europa, eindeutig. Das heißt, der Ausgangspunkt der ganzen Überlegung war der europäische Qualifikationsrahmen, der dann Stufe für Stufe, offiziell sollte er schon 2010 beendet sein, in nationale Qualifikationsrahmen umgesetzt wird. Und weil das Ding so hübsch ist, hat man dann auch weltweit dahin geguckt. Inzwischen ist bekannt, dass in mehr als 100 Ländern Qualifikationsrahmen nach dem Muster, nach dem Urmuster des europäischen Qualifikationsrahmens gebildet werden. Selbst in von uns aus gesehen entferntesten Ecken der Welt, nämlich zum Beispiel Neuseeland, hat man einen Qualifikationsrahmen entwickelt nach EQF-Muster und sehr viel detaillierter und ausgeprägter sogar, als wir das in Deutschland machen. Also die Umsetzung in den einzelnen Ländern ist durchaus unterschiedlich. In Deutschland, das werden wir gleich noch mal kurz sehen, sind wir fast so dürr geblieben, so dürftig, so abstrakt wie der europäische. In anderen Ländern hat man sehr viel mehr Fleisch an die Knochen namens Qualifikationsrahmen gebracht. Und man muss sehen, der Qualifikationsrahmen, zunächst mal der europäische und dann entsprechend umgesetzt der deutsche, steht nicht allein in der Welt, sondern es ist eigentlich ein ganzes Bündel. Es sind, wenn man so will, sind es mehrere Säulen, die den europäischen Bildungsraum künftig ausmachen sollen. Dazu gehören Leistungspunktesysteme, dazu gehören Qualitätssicherungssysteme, dazu gehören Dokumentationssysteme wie Europass, vielleicht künftig auch Berufspässe. Und dazu gehören begleitende Koordinierungsgrößen,
Eigentlich heißen die offiziell im europäischen Kontext immer Indicators and Benchmarks, das heißt also Zielgrößen und Indikatoren. In Deutschland mögen wir das nicht. Wir übersetzen diesen Begriff sprachlich merkwürdig in offene Methode der Koordinierung. Aber es ist dasselbe. Es sind Indikatoren und Benchmarks, Zielgrößen für den Bereich der Bildung. Wenn wir uns die ganze Geschichte mal ansehen, jetzt aus der europäischen Sicht zunächst, dann hat man ja das übliche Verfahren, wenn man in Europa meint, dass es irgendwas zu regeln gibt, dann regelt man das. Also wenn man braucht oder glaubt, Karamellbonbons sollen nicht rosa aussehen dürfen, sondern die müssten immer so bräunliche Farbe haben, dann macht man eine Karamellbonbon-Verordnung und dann müssen das alle machen. Ne? Wer bis dahin rosa Karamellbonbons produziert hat, musste die dann die Produktion einstellen. Jetzt hat man gesehen im Bildungsraum, das sieht ja gar nicht gut aus in Europa. Ist natürlich auch eine Frage der Sichtweise, so wie halb voll, halb leer, konnte man im Bereich Bildung sagen, also ja, vor 10, 15 Jahren in Europa, die einen nannten das chaotisch, insbesondere im Bereich der Berufsbildung, aber auch im Bereich der Hochschulbildung. Die anderen sagten, nein, chaotisch ist das nicht, das ist maßgeschneidert. Jedes Land hat seine eigenen Lösungen entwickelt. Also man kann es positiv wie negativ sehen, aber es war ein wirres Gebilde. Man hat dann überlegt, was machen wir? Und hat dann gedacht, zunächst mal, ja, dann können wir doch mal vereinheitlichen. Und dann hat man mal in die Rechtsgrundlagen der Europäischen Union gesehen. Zu dem Zeitpunkt galt als quasi Verfassung der Vertrag von Nizza. Und dann hat man ein bisschen geblättert. Und als man weiter hinten war, bei Nummer 146, hat man festgestellt, oh, dummerweise, da steht, im Bereich der Bildung gilt ein Harmonisierungsverbot. Die Europäische Union darf im Bereich Bildung nichts regeln. Ja, das sah ja doof aus. Ne? Also, was sollte man machen? Hat man weiter vorne wieder angefangen, hat man gesagt, noch schlimmer. Da steht ja auch in Artikel 5, Subsidiaritätsprinzip. Also die größere Einheit namens Union soll nicht das regeln, was die kleinere Einheit namens Land genauso gut kann. Ja, normalerweise würde man dann die Segel streichen, aber das läuft in der Europäischen Union natürlich überhaupt nicht so. Da hat man überlegt, was können wir machen? Man hat gesagt, es kann uns ja keiner daran hindern, etwas zu empfehlen. Und das Spielchen läuft immer gleich. Erst trifft man sich mit Ministern bei einem Kamingespräch, das ist dann meist gesellig, wahrscheinlich gibt es dann auch Alkohol, und dann verspricht man sich, ja, das machen wir. Dann, damit das nicht so glatt und schnell läuft, sagt man, ja, wir müssen ja auch einen Aufhänger haben, das muss ja richtig dringend sein. Dann gibt man Forschungsaufträge raus. Also, wo hakt es, was könnten wir machen? Dann kommen Institutionen, verschiedene Universitäten oder im Bereich der Berufsbildung, zum Beispiel CEDEFOP, aus, die sie ja nach Thessaloniki verbannt haben. Und die entwickeln dann Forschungsprojekte. Und die werden dann vorgestellt und sagen, oh ja, ist eine Katastrophe, wie es in Europa aussieht. Da müssen wir dringend was tun. Das ist das Signal zum Aufbruch in der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission, das läuft im Prinzip auch bei anderen Prozessen genauso immer ab. Die Europäische Kommission sagt, ja, wir können das ja nicht selbst machen. Wir sind ja nur arme Leute und wenige und wir sind sowieso überlastet. Wir bitten mal, damit das nachher auch ordentlich akzeptiert wird, wir bitten mal die Länder, die Mitgliedstaaten, uns Leute zu schicken. Das nennt man dann Technical Working Group. Die kommen dann alle zusammen, also jedes Land hat eine Chance, bis zu zwei Leute dahin zu schicken. Und denen stellt man vor, was man sich mal so gedacht hat und produziert sogenannte Zerreißpapiere. Aber wehe, sie zerreißen die Dinger, ne? Also das ist schon vom Feinsten, was die dann da vorlegen, also seitens der Kommission. Ja, und das geht dann immer so weiter und weiter, weiter. Und dann fragen so, wie macht man das jetzt der Politik schmackhaft? Denn das ist ja immer diese Technical Working Groups, das sind ja Arbeitsebenen. Und dann kommen so Gelenkmenschen. So einer war ich dann da auch. Also dann treffen sich zu Konferenzen die sogenannten Generaldirektoren für Berufsbildung, für Hochschulbildung, für Allgemeinbildung. Die gibt es immer unterschiedlich. Und denen wird das vorgestellt, was man so entwickelt hat. Man sagt,
Könnt ihr das euren Ministern, euren Parlamenten, euren Sozialpartnern, könnt ihr denen das verklickern? Würden die das akzeptieren? Und sagen, nee, das nicht und das doch. Und dann wird daran rumgefeilt. Und das wird natürlich in diesem Prozess, Sie können sich vorstellen, damals waren wir 27 Staaten zum Teil gewesen, Kompromisse sehen meist so aus, dass man Sachen weglässt. Das Papier, das ursprüngliche Arbeitspapier, war viel detaillierter, viel konkreter. Aber in diesem Prozess wurde das immer ja, abstrakter. Ich selbst sage mir, ja, jetzt inzwischen sind wir in der Galaxie gelandet. Unter Wissenschaftlern nennt man das natürlich ein Meta-Meta-Framework. Also irgendwas ganz super Abstraktes. Und dann haben wir gesagt, doch, dieses Ergebnis, das versteht sowieso erstens so schnell keiner. Zweitens, es tut auch keinen weh. Und was da drin steht, ist auch alles ganz positiv. Das können wir, glaube ich, unseren Ministern verklickern. So, dann macht man das. Dann treffen sich die Minister. Also in diesem Fall im Wesentlichen die Bildungsminister, manchmal auch die Wirtschaftsminister. Und die sagen, ja, das sieht gut aus, das hätte von uns sein können. Das wollen wir. Wenn wir so weit sind, dann haben wir im europäischen Kontext immer gewonnen. Denn dann sagt die Kommission, jo, jetzt machen wir mal den Sack zu und wir geben das an den Europäischen Rat und wir geben das ans Europäische Parlament. Und die beschließen eine Empfehlung. Das ist ja schon was ganz Krauses. Ne? Also normalerweise pflegt man ja im Parlament Gesetze zu machen oder der Rat, die Regierung, wenn man so will, macht Verordnungen. Aber sie beschließen eine Empfehlung. Und eigentlich ist diese Empfehlung nichts wert. Das ist eine Idee. Nur, weil alle Politiker zum Beispiel auf den Konferenzen der Bildungsminister gesagt haben, ja, das wollen wir, das finden wir gut, müssen wir immer unterscheiden zwischen der rechtlichen Wirkung einer solchen Empfehlung und der politischen. In diesem Fall haben wir eine rechtliche Wirkung, die läuft hart gegen null. Aber eine politische, die läuft hart gegen 100%. Ja. Weil alle gesagt haben, ja, das wollen wir, das machen wir, das setzen wir auch bei uns um und das konkretisieren wir und Zeitplan und so, ne, wird alles gemacht. Wenn Sie sich den europäischen Qualifikationsrahmen ansehen, und der Deutsche tut sich nicht viel, also das ist nicht viel anders, dann finden Sie ja so tolle Ziele wie Herstellung von Transparenz, oder dagegen kann ja nun wirklich keiner was haben, ne? Übersetzungsinstrument, ne? Dass man versteht, wie werden in Frankreich Flugzeuge gebaut, das wäre ganz gut, wenn das in Deutschland so ähnlich wäre, ne? Wenn es die gleiche Firma auch noch ist, namens Airbus, also Übersetzungsinstrument. Was die Welt so hergibt, also muss ja eigentlich auch gut sein. Und dann steht da unter Nummer 13, ja, und wenn ihr mal, kann ja passieren, wenn ihr mal Reformen im Bildungsbereich macht, dann könntet ihr doch das als Referenz nehmen. Outcome-Orientierung zum Beispiel. Das, ja gut, dagegen kann ja auch keiner was, muss man ja nicht. Aber erstmal als schon eine gute Idee, dass man guckt, wir machen so. Ja, und lebenslanges Lernen. Der europäische Qualifikationsrahmen, genauso wie der deutsche, heißt ja offiziell Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. Und das deutsche heißt ja genauso, Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. Kostet nichts, kann man dazu schreiben, alles wunderbar. Das sind, wenn man so will, die offiziellen Ziele. Und wenn man das Ding nicht so richtig fördern will, dann beruft man sich nur auf diese, wenn man so will, in Empfehlungen selbst genannten. In Wirklichkeit hätte für dieses Teil, wenn das wirklich die Ziele wären, hätte fast kein Mensch auch nur einen Finger gerührt. Also ich hänge jetzt in diesen Ausschüssen und Gremien seit, allein in den deutschen hänge ich seit 2006. Im Arbeitskreis haben wir 25 Sitzungen. In KMK-Gremien, die dazulaufen, haben wir 51. Also was man da an Arbeit investiert, das ist nur zu erklären, weil man ganz andere Ziele hat, die da gar nicht drinstehen. Ja. Nämlich, man möchte Kompetenzen, die nicht formal erworben wurden, das ist insbesondere der Bereich Weiterbildung, besser verorten und dann anerkennen. Man möchte Durchlässigkeit haben. Eins der wesentlichen Themen, was hier zum Beispiel ja auch für den Technikerbereich, wenn man so will, das treibende Thema ist. Man möchte auf Dauer auch nicht so mehrere Systeme nebeneinander stehen haben. Es gibt ja auch andere,
zu Einsortierungs-, Einstufungssysteme, Anerkennungsrichtlinie jetzt gerade novelliert oder ISGIT jetzt auch gerade novelliert, 2011, also ISGIT 2011. Die ticken alle ein bisschen anders und das ist blöd. Also die Statistiker benutzen andere Einteilungen zum Beispiel, als man das nach dem deutschen Qualifikationsrahmen macht. Das müsste mal ein bisschen angeglichen werden. Das ist ein mühsamer Prozess, weil da verschiedene Akteure dran sind. Ja, und was man letztlich möchte, was aber strengst verboten ist, überhaupt zu sagen, man möchte Bildung harmonisieren in Europa. Wir haben einheitlichen Arbeitsmarkt, Freizügigkeit mit allen Problemen, die damit verbunden sind, aber einen total zersplitterten Bildungsmarkt. So, und es ist offiziell verboten, man darf nicht harmonisieren als Kommission, aber was man möchte, wenn sich das denn doch so ergibt, das wäre ja freundlich. Ne? Also Harmonisierung, wenn Sie, also nicht bei solchen großen Tagungen oder so, oder da dürfen Sie sowas offiziell nicht sagen, aber so an sich sind auch alle Europäer der Meinung, was wir brauchen, ist ein harmonisiertes, nicht ein völlig gleichgeschaltet, aber ein harmonisiertes Bildungssystem, wobei Harmonisierung ja so ein Euphemismus ist. Also in Europa spricht man eigentlich nie von Vereinheitlichung, Standardisierung oder so, sondern man nimmt immer dieses wunderschöne Wort Harmonisierung. Wer kann gegen harmonische Geschichten irgendwas haben? Zu den Akteuren, das sind, glaube ich, wenig überraschend, die üblichen Verdächtigen. Also KMK, BMBF, Bundesministerien, Wirtschaftsministerkonferenzen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dann sind es verschiedene Organisationen der Hochschulen, also Hochschulrat, Akkreditierungsstiftung, die Hochschulkommission bei der KMK, Volkshochschulverband im Bereich der Erwachsenenbildung, Privatschulverbände, dann einzelne ausgesuchte Wissenschaftler. Alle diese Menschen beschäftigen sich einerseits in ihren eigenen Zirkeln damit. Also die KMK hat eine eigene Arbeitsgruppe nur für europäischen Qualifikationsrahmen. Aber dann, und das gilt so als das eigentliche Steuerungsgremium im sogenannten Arbeitskreis DQR. Da sind wirklich alle zusammen. Nicht alle, also wir hätten da auch 300 zusammenholen können. Wir haben versucht, so eine Auswahl zu treffen, sind auch immer mehr geworden. Inzwischen sind wir, glaube ich, so gut 30. Also ist schon ein bisschen mühsam, das Geschäft da. Aber immerhin, da sind so alle relevanten Gruppen im Bildungsbereich einigermaßen vertreten. Und wenn die alle, wir haben in Deutschland ja so ein schwieriges Konsensprinzip, wenn die alle sagen, machen wir, dann ist auch Ruhe in der Landschaft. So, dann geht das weiter und dann gibt es auch keinen Streit oder nicht so doll oder zumindest nicht auf offener Bühne. Was den europäischen Qualifikationsrahmen auch nochmal auszeichnet, das ist etwas, was zunächst mal völlig banal wirkt oder überflüssig, nämlich die haben ein Glossar gemacht. Als wir nämlich dabei waren, mal ein paar Formulierungen aufs Papier zu bringen, haben wir festgestellt, dass wir unter gleichen Begrifflichkeiten völlig unterschiedliche Sachverhalte verstanden haben. Das war also ganz schrecklich, das war richtig babylonische Sprachverwirrung. Wir haben also dann versucht, einfach bestimmte Kernbegriffe zu definieren. Im europäischen Qualifikationsrahmen sind das ein Dutzend ungefähr. Wir Deutschen sind natürlich besser, im deutschen Qualifikationsrahmen ist dann das gleich 2 Dutzend, ne, und so geht das wahrscheinlich weiter. Aber immerhin, die Kernbegriffe hat man versucht zu definieren und an Definition ist völlig klar, da können Sie 3 Jahre dran rumdoktern, wenn Sie wollen. Irgendwie haben wir gesagt, jo, das machen wir jetzt. 2 Kernbegriffe habe ich hier nochmal aufgeschrieben, nämlich Qualifikation und Kompetenz. Das sind wirklich die tragenden Begriffe, die auch etwas nachher zu tun haben mit Neustrickung von Ordnungsmitteln, Curricula, Prüfungsanforderungen und Ähnlichem. Da können wir uns beliebig viel Haue einholen. Zum Beispiel Kompetenzbegriff hatten wir in der Anfangsphase ein Treffen mal im BMBF, wo wir alle Geisteskoryphäen eingeladen haben, die im Bereich Berufsbildung uns bekannt waren. Also wir kamen immerhin auf 6. Und denen haben wir mal unsere Begrifflichkeiten nur vorgestellt. Das war ein Theater. Also verhauen wurden wir von jedem.
das sei ja wohl unmöglich und was ist das denn für ein Kompetenzbegriff? Na gut, so viel Streit wollten wir auch nicht haben, also haben wir gesagt, dann sagt uns doch mal, was ist denn der Richtige? Und die hatten sich alle schön vorbereitet, haben ihre Statements gemacht. Im Ergebnis, jeder hatte was anderes und jeder erklärte seinen Kollegen mehr oder weniger als dicht an der Grenze des Schwachsinns liegend. Also das ging nun gar nicht, was der erzählt hat. Also so, wenn Sie solche Menschen wie Rauner meinetwegen kennen, da ging richtig die Post ab. Na, im Ergebnis haben wir gesagt, ja, wenn das so ist, dann lassen wir es so, wie es ist. Und dann müssen wir damit irgendwie klarkommen. Wobei, und das holt uns natürlich jetzt wieder ein, diese Begrifflichkeiten sind, na sagen wir mal, nicht vollständig selbsterklärend und komplett. Also wir müssen die eigentlich noch ein bisschen weiter aufbohren, nämlich zum Beispiel formales Ergebnis eines Beurteilungsprozesses. Was für ein Beurteilungsprozess muss das sein? Welche Grundanforderungen müssen an den gelegt werden? Zentrale Prüfungen, müssen die auf Standards beruhen oder eben nicht? Oder einzeln abgesprochen? Welche Institutionen können das sein? Was ist der sogenannte Competent Body, der sowas festlegen darf? Ist das eine eigene Einrichtung? Sind das diejenigen, die zum Beispiel die Ausbildungsordnung machen? Also so, dann braucht man eine bestimmte ein Mindestlernvolumen, damit man überhaupt von einer Qualifikation sprechen kann. Kann zum Beispiel ein Wochenendkurs zu einer Qualifikation führen, in diesem Sinne, im Sinne des europäischen oder des deutschen Qualifikationsrahmens? Und wie müssen Standards aussehen? Also man muss das dann doch noch weiter aufbohren. Also wir sind damit mit Sicherheit noch nicht fertig. Und wie Sie vielleicht wissen, wir haben noch so viel zu tun, dass im Moment die Aktivitäten auf das Jahr 2017 gerichtet sind. Also das dauert. Das, glaube ich, kann ich jetzt relativ flott machen, weil das kennen Sie, ne? Also DQR-Struktur wie EQR-Struktur im Prinzip. Wir haben 8 Niveaus. Das deutsche Niveau 1 ist ein bisschen, gewöhnungsbedürftig, weil man da Förderschulabschlüsse zum Beispiel unterbringen will und Berufsvorbereitung unterhalb von Hauptschulniveau. Das war eigentlich nicht so gedacht und deshalb haben andere Länder, wie zum Beispiel Niederlande, so eine Vorstufe nochmal definiert, die im EQR nicht steht, aber für diese Zielgruppe gedacht ist. Na gut, wir haben das nicht gemacht, holt uns vielleicht mal als Problem ein, aber das ist nicht das Größte. Wir haben nochmal einen Niveauindikator eingeführt, wo also etwas gesagt wird, wie komplex bzw. stabil ein bestimmtes Umfeld, zum Beispiel Lernbereich oder Arbeitsbereich wäre, um also das Ganze ein bisschen vielleicht griffiger zu machen. Und wir haben an den Deskriptoren noch ein bisschen rumgefummelt, während im europäischen Qualifikationsrahmen, Sie ja, in der englischen Version hatten wir den ja am Anfang immer nur gehabt, Knowledge, Skills and Competence steht, also KSC. Und Kompetenz ein ganz merkwürdiger Begriff geworden ist, weil der nur noch aus Selbstständigkeit und Verantwortung besteht. Haben wir gesagt, ja, in Deutschland haben wir Kompetenz, das Ganze. Ne? Alles, auch Fachkompetenz, sagen wir ja. Ne? So, und Selbstständigkeit und Verantwortung, das ist bei Weitem nicht alles, sondern wir brauchen das etwas differenzierter und deshalb haben wir diesen Bereich, den wir ursprünglich in Europa auch so hatten. Also in den früheren Versionen hatten wir auch personale Kompetenz da stehen. Ne? Und umfassender, aber das ist nachher alles wieder rausgefallen. Haben jetzt also ein 2x2-Säulen-Prinzip oder eine Matrix mit Wissen und Fertigkeiten. Das ist so ähnlich wie Knowledge and Skills. Und haben dann den Bereich personale Kompetenz, was Kompetenz im EQR ist, haben den aufgebohrt, hatten dann Sozialkompetenz und Selbstkompetenz. Sozialkompetenz, also das, was im personalen Bereich nach außen geht, Selbstkompetenz, das, was im personalen Bereich nach innen geht, also auf die eigene Person. Und wenn Sie heute, also in alten Versionen finden Sie das auch noch, wenn Sie heute gucken, steht da nur noch Selbstständigkeit und in den deutschen in englischen Übersetzungen steht da entweder Autonomie, was eine schlechte Übersetzung ist, Autonomy, oder es steht da Independence, was eine bessere Übersetzung ist. Das liegt ausschließlich an einer Person namens Frau Chavan, die den Begriff Selbstkompetenz nicht kannte und sagte, nee, den will ich nicht haben. Dann haben wir gedacht, in Gottes Namen, dann schreiben wir eben das andere ein. So, ja, so laufen solche Prozesse manchmal. Das hier kann ich mir auch schenken, das ist nur eine Konkretisierung, ein Beispiel.
ein bisschen abgekürzt, damit das auf diesen Slide draufpasste, wie so eine Niveaustufe da mal definiert wird. Wenn Sie den eigentlichen Qualifikationsrahmen vor sich hätten, dann ist das natürlich, meinetwegen bei Wissen, ein bisschen ausführlicher. Aber, und da sehen Sie gleich das Problem, auch zum Beispiel in Richtung Techniker und andere Qualifikationen, wenn Sie jetzt eine bestimmte Qualifikation zuordnen wollen, die irgendwie beschrieben worden ist, über Curricula zum Beispiel, über Prüfungsanforderungen, und dann den Qualifikationsrahmen, die Formulierung auf der anderen Seite haben, da haben Sie eine so abstrakte galaktische Formulierung und hier eine konkrete, 100 Seiten lang oder 80 oder weiß der Himmel. Und das eine auf das andere abzubilden, ist ein Ding schierer Unmöglichkeit. Das klappt nicht reinrassig, nicht im Sinne einer naturwissenschaftlich-mathematischen Ableitung, sondern das klappt im Sinne eines orientalischen Basars. Und so lief das dann auch. Also, wir haben uns dann hingesetzt, haben dann Experten geholt, für bestimmte Domänen nannten wir das. Also meinetwegen nur für den Bereich Metallelektrotechnik. Über alle Stufen, Universität, Schule, alles. Und haben gesagt, ja, dann nimm doch mal bestimmte Qualifikationen und versuch mal eine Zuordnung. Und wir lagen bis zu 3 Stufen gespreizt. Also meinetwegen von 4 bis 6 oder so ähnlich. Das ist in dieser Phase auch gar nicht anders möglich gewesen. Wir haben dann bei den Zuordnungsversuchen, die wir nach und nach natürlich gemacht haben, damit wir als Start schon mal ein Tableau von zugeordneten Qualifikationen zum deutschen Qualifikationsrahmen hatten, wir haben dann geguckt, wo gibt es bei diesen Expertengruppen Einvernehmen. Wie die dahin gekommen sind, schwer zu sagen. Aber wenn die einvernehmlich gesagt haben, also Hochschulseite, berufliche Seite, berufliche Schulen, Sozialpartner, Wissenschaft, wer auch immer, ja, das passt. Da haben wir gesagt, okay, das nehmen wir. Und dann hat auch später die Politik gesagt, ja gut, wenn die das alle sagen, dann ist ja gut. Dummerweise war das natürlich mitnichten in allen Fällen die Situation, sondern da kam zusammen, gerade in diesen Expertengruppen, jeder, der da saß, war so ein kleiner Politiker für seinen Bereich und musste kämpfen für seinen Bereich und so hoch wie möglich. Und was nicht heute ist, kann morgen noch werden. Also so auch schon gleich in die Zukunft gedacht. Mit anderen Worten, das war ein schwieriges Geschäft und wir hatten eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen, und zwar heftigste Auseinandersetzungen in diesem Zusammenhang, in manchen Bereichen zum Beispiel ganz eindeutig zwischen Berufsbildung und Hochschulbildung. Weißt du, die ersten Sitzungen, die wir hatten, mein Kollege aus dem Hochschulbereich, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Kennen Sie die Jesuskurve in der Morgenandacht? Also Morgenandacht kennen Sie im Prinzip, ne? Das geht ja so los. Gestern war bei meiner Freundin Geburtstag, da bin ich hingegangen und so. Dann wird was aus dem Leben erzählt, aber so nach 3-4 Minuten kommt die Jesuskurve. Also dann kommt irgendwas mit Jesus. So war das mit meinem Kollegen aus dem Hochschulbereich auch. Der hatte eine Meisterkurve. Egal welchen Beitrag der brachte, nach ein paar Minuten war, und Meister gehört auf Stufe 5. So, das ging viele Jahre, bis er diesen Ausschuss verlassen hatte. Dann besserte sich das ein bisschen. Auf alle Fälle am Ende hat, und das ist ganz eindeutig, am Ende hat die Politik entschieden. Die Politik, anders kriegten sie das nicht mehr hin, hat entschieden, Meister gehören auf Stufe 6. Und damit auf das gleiche Niveau wie Bachelor. Das war auch so ein bisschen Erpressungsversuch, denn die Hochschulseite hatte in diesem Prozess eigentlich die große Glückskarte gezogen. Die Hochschulseite brauchte nichts mehr. Die war fertig. Denn schon im EQR und nachher im DQR steht immer drin, so als kleine Fußnote mit 1, 2 oder 3 Sternchen, und ansonsten kommt Bachelor auf 6, Master auf 7, PhD, also Promotion, Doktorat, auf 8, und sofern es Kurzstudiengänge unterhalb vom Bachelor gibt, auf 5. Ende der Vorstellung. Und immer wenn die Hochschulseite jetzt gezickt hat,
gegen zum Beispiel Meister. Dann kamen die Sozialpartner aus ihren Löchern und haben gesagt, ja, wenn ihr das wirklich durchziehen wollt, dass wir die Meister nicht auf 6 kriegen, dann werden wir euch Gutachten liefern, dass die Bachelor in Deutschland so uneinheitlich sind, dass sie die mindestens auf 3 verschiedene Stufen verteilen müssten. Na gut, unter anderem deshalb war dann am Ende auch Ruhe im Karton. Das heißt also, im Moment haben wir eine Zuordnungsliste. Hier habe ich mal so ein paar Beispiele aufgeführt. Das können Sie ja in diesem gemeinsamen Beschluss dann auch sehen. Das ist der Anhang. Das ist, wenn man so will, unsere Startliste. Und in der Startliste ist auch das formale Verfahren niedergelegt. Das formale Verfahren heißt, wer die Ordnungsmittel macht, der macht auch die Zuordnung zu einer Stufe. Ordnungsmittel, das sind Curricula, Ausbildungsordnung, Studienmodule, Prüfungsordnung, das alles, was so eine Qualifikation ordnet und regelt. Dafür haben wir diesen abstrakten Begriff Ordnungsmittel mal geschaffen. Und wer die macht, der macht auch die Zuordnung. Und die Zuordnung gilt in dem Moment, wo ihr das bei einer sogenannten nationalen Koordinierungsstelle in ein Register angemeldet habt. Und diese nationale Koordinierungsstelle führt das Qualifikationsregister, das nationale. Und wenn dann keiner Streit macht, also ihr meldet das an und sagt, die sollen noch 4, wenn keiner Streit macht, dann ist das akzeptiert. So, wenn die Streit machen, dann muss man mal versuchen, das zu regeln. Also wenn irgendeine Hochschulseite oder Allgemeinbildung oder wer auch immer Streit macht, dann muss man versuchen, das zu regeln. Und wenn das nicht zu regeln ist, dann gibt es noch eine übergeordnete Stelle, die besteht aus 4 Staatssekretären, dann sollen die was machen. Diese Übung wirkt völlig schrill, hat sich aber im Bereich der Berufsbildung total bewährt. In der Berufsbildung, Kooperation der Lernorte, ist nirgendwo irgendwo vertieft geregelt. Es gibt mal ein Protokoll von 1972, gemeinsames Ergebnisprotokoll, da steht das drin, wie man kooperiert. Und wenn das nicht hinhaut, müssten wir auch zu den Staatssekretären marschieren. Und ja gut, das hat es, solange ich das erinnere, einmal gegeben. Wenn das nicht funktioniert, ist unser System tot. Also wir haben rechtlich keine anderen Möglichkeiten. Wir haben das so niedrigschwellig extra alles geregelt. Wir wollen keinen Staatsvertrag oder so ein Buhai machen und hoffen, dass das so klappt. Wir haben natürlich nach wie vor eine ganze Reihe von Hausarbeiten zu machen. Kenntnis, das geht im Moment ganz gut. Wir haben ja auch einen schönen Internetauftritt und so. Akzeptanz, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Also da müssen wir noch ordentlich dran arbeiten. Akzeptanz heißt ja auch Vertrauen in diese Einstufung von Qualifikation. Unterlagen, also in diesen dürren Ausgangsdokumenten, steht immer so dies als Heilmittel, dieser Begriff Mutual Trust. Das zieht sich alles durch. Also wir müssen vertrauen. Ne? Ohne Vertrauen geht nichts. Das fällt den Deutschen natürlich extrem schwer. Müssen wir sehen, ob das wirklich so hinhaut. Das andere Extrem ist die sogenannte Anerkennungsrichtlinie über geregelte Berufe. Die hat Telefonbuchcharakter. Das wollten wir eigentlich vermeiden. Und ein irres bürokratisches Teil ist das. Also wir wollen schon mal versuchen, dass das so geht. Aber wie gesagt, daran muss man arbeiten. Dann ist die Liste, diese Ausgangsliste, nicht vollständig. Es fehlt die gesamte Allgemeinbildung. Das ist ein absoluter Kunstfehler. Wäre meines Erachtens auch nicht nötig gewesen, hat man nachher auch politisch entschieden, hängt mit dem Abitur in erster Linie zusammen. Also die Frage, wo lässt man das Abitur? Wir waren fertig, Schulausschuss und so weiter, also Förderschule 1, Hauptschule 2, Mittlere Reife 3, Fachhochschulreife 4, Abitur 5. Jo, wunderbar, passt ja. Haben sie umgeguckt in Europa und sagt, Abitur 5, das geht ja nun gar nicht. Da gehören Kurzstudiengänge und erste Stufe von Weiterbildungen, also na gut, wäre vielleicht noch gegangen. Wäre gegangen, wenn die Sozialpartner sich endlich bequemt hätten, von dieser Lebenslüge wegzukommen, dass alle Berufsausbildung gleichwertig ist. Jeder weiß, dass das absoluter Käse ist. Ne? Also wenn Sie sich ansehen, Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk, da lernen Sie 3 Jahre lang Brötchen verkaufen. Das ist, unter uns gesagt, nicht allzu anspruchsvoll. Sie haben gleichzeitig einen anderen Beruf, auch 3-jährig, IT-System, Elektroniker.
ja, ne? Das ist schon eine ganz andere Nummer. Das heißt, es wäre unter Fachleuten gar keine Frage gewesen, wir müssen die Berufe nach Berufsbildungsgesetz, wir müssen die spreizen. Zumindest auf 2 oder sogar auf 3 Niveaus. Es gibt sogenannte Abiturientenberufe, Schifffahrtskaufleute, da finden sie nichts anderes als Abiturienten. So, aber die Sozialpartner, insbesondere Handwerker und Gewerkschaftler, wollten an dem Ding nicht drehen. Sagen, nee, das Untergang des Abendlandes, Berufsprinzip und ich weiß nicht was. Also alle 3- und 3,5-jährigen Berufen auf eine Stufe. Und das wäre natürlich, und zwar 4. Und das wäre natürlich jetzt blöd gelaufen. Jetzt macht er ein Abitur, lernt dann IT-Systemelektroniker, hat als Abiturient Stufe 5 und soll dann nach 3 Jahren Stufe 4 kriegen. Das sieht irgendwie nicht gut aus. So. Ist ein weites Feld. Also deshalb sind die Allgemeinbildenden erstmal rausgeflogen. Gesundheitsberufe sind rausgeflogen, weil die Gesundheitsberufe die einzigen waren, die sind ja auch wie duale Berufe. Ne? Gemischte Klientel, teils Mittelreife, teils Abitur, 3 Jahre dual. Nur nach einem anderen Gesetz. Die wollen aber auf 5. Also das geht ja nun auch nicht. Ne? Die auf 5 und wir. Also nehmen wir nicht mit rein, machen wir später. Nächstes Problem, nicht formaler Bildungsbereich. Laufen jetzt gerade Expertengruppen. Ich durfte in einer auch ein bisschen Streit machen. Schwieriges Thema. Keine Standards. Keine zentrale Stelle. Dann die Frage, wie bauen wir Ordnungsmittel um, damit das leichter zuzuordnen ist. Natürlich im Prinzip guckt man sich jetzt künftig den Qualifikationsrahmen an und sagt, was steht da auf Stufe 6? Und dann sagt man, jetzt haben wir einen bestimmten Beruf, wo wollen wir denn hinhaben? Den wollen wir auf Stufe 6 haben. Also übernimmt man die Ankerbegriffe. Das wird so ähnlich wohl laufen. Internationale Vergleichbarkeit ist noch ein Riesenproblem. Macht in Brüssel zurzeit relativ viel Furore. Zum Beispiel Vergleichbarkeit von Berufen gleichen Namens. Ein deutscher Tischler und ein polnischer Tischler. Das können Sie echt nicht vergleichen. Sie hört sich zwar gleich an, aber darunter verbirgt sich was völlig Unterschiedliches. Ja, es geht Anerkennungsrichtlinie, hatte ich schon gesagt. Und was jetzt zunehmend kommt, was am Anfang immer weit von sich gewiesen wurde, der DQR wird benutzt für andere Zwecke. Am Anfang hieß es immer, das ist nur ein Transparenzinstrument und das war's. Inzwischen, wenn Sie IG Metall-Vertreter fragen, sagen Sie, ja klar, unsere Tarifstrukturen, die haben glaube ich 17 Stufen, die werden wir am DQR künftig ausrichten. Das heißt, es gibt inzwischen zunehmend Einflüsse der Einstufung von Qualifikationen in andere Bereiche, zum Beispiel in Richtung Entlohnung, Teilanerkennung, Komplettanerkennung. Wir müssen mal sehen, wie weit das geht. Insgesamt vergleiche ich den DQR immer mit so einem Nukleus. Also wenn Sie, gerade die Frauen, die hier sind, wissen, wie so eine Zuchtperle entsteht. Da wird mal eine Auster genommen, so eine große, und dann wird da ja so eine kleine Kugel reingepackt. Die Kugel kostet einen Cent. Das ist nichts. Das ist was ganz Billiges, ganz simpel. Wie gepresste Asche sieht das aus. Ob daraus dann eine so tolle Perle wird, für die Sie vielleicht 2.000 Euro zahlen, hängt von der Findigkeit dieser Menschen an, die diesen Fremdkörper an die richtige Stelle da reinbringen müssen und natürlich von Umweltumgebungen. Ne? Wassertemperatur, Salzgehalt, weiß der Himmel was. Und so ähnlich ist es auch mit dem DQR. Ob aus diesem Gebilde was Hübsches wirklich wird in 10 Jahren, das wissen wir zurzeit nicht. Wir müssen nur zusehen, dass die Umweltbedingungen stimmen. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Schopf. Ich halte Sie noch mal kurz auf. Der Meister auf der Stufe 6, da hat sich gestern auch keiner so wirklich festgelegt. Gehört er nun dahin oder nicht? Unterschätzen wir in Deutschland Praxiswissen? Also, das ist ein wirklich weites Feld. Es ging immer die Diskussion um Stufe 5, Stufe 6. Also in diesem Bereich, das war unstreitig, auf eine dieser beiden gehört er. Die Universitäten hatten kein gutes Argument für Stufe 5, deshalb, weil Stufe 5 akademisch bei uns gar nicht besetzt ist und wir eigentlich ein Loch in Stufe 5 haben. Stufe 6
kommt drauf an, am Anfang hatten wir immer mit wissenschaftlichen Fach und so argumentiert, dann wäre es schlecht gewesen. Inzwischen haben wir berufliches Tätigkeitsfeld, breit, tief und so weiter. Man muss sehen, wie man damit leben kann. Es ist letztlich eine politische Entscheidung gewesen, zu sagen, die sollen auf 6. Der Unterausschuss für berufliche Bildung in der KMK hat dann nochmal den Vogel abgeschossen, hat gesagt, ja, also wenn wir gerade bei diesen Einstufungsfragen sind, dann plädieren wir dafür, dass Techniker immer eine Stufe höher kommt als Meister. Das war nun echt die Provokation für den Rest der Welt, weil sie sagten, ja, die müssen mindestens 2400 Stunden allein Präsenz haben. Also haben die ein Workload von 5000 Stunden mindestens, da kommt kein Meister ran. Also, so, das ging natürlich gar nicht. Ne? Also Sozialpartner hätten Techniker lieber eine Stufe niedriger eingeschätzt. Aber das war eigentlich schon von früher vermacht. Dieses ganze Paket Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirtgestalter, Fachkaufmann, Handelsassistent, Bilanzbuchhalter, die gehörten eigentlich immer auf ein bestimmtes Niveau, weil schon beim Master BAföG haben wir die alle in einen Sack gesteckt. Und auch bei Hochschulzugang für Leute ohne Abitur, das gab es ja früher auch schon, haben wir die auch immer in eine große Liste gehabt. Also insofern muss man die wirklich als Einheit sehen. Wir müssen sehen, das ist jetzt entschieden. So, und jetzt müssen wir gucken. Ne? Also die Hochschulen sind damit immer noch nicht glücklich. Sie haben den Begriff Harmonisierung mal eingeworfen. Müssen Sie da nicht selber lächeln? Sie sind selber in der KMK aktiv. Wir schaffen es ja noch nicht mal in Deutschland, durch den Föderalismus die Bildungsstandards glatt zu ziehen von Nord nach Süd und Ost nach West. Ja, das tut mir jetzt auch weh, so eine Frage. Ne? Also, das ist so. Ich will es mal so sagen, das ist ja nicht nur für den Bereich der Berufsbildung jetzt, über den wir hier im Kern sprechen, auch im Bereich der Hochschule. Wir hätten von uns aus sowas nicht geschafft, sage ich mal ganz ehrlich. Die Hochschulseite wäre ohne Bologna nicht vorangekommen, wenn man das als Fortschritt mal sehen will. Und der Bereich Berufsbildung wäre ohne diesen Kopenhagen-Prozess, wie er meist genannt wird, wäre auch nicht vorangekommen. Wir sind relativ sklerotisch. Wir finden unser System so toll, wollen das gerne exportieren, aber bloß nichts ändern. Und jetzt kriegen wir natürlich über Außenwirkungen doch eine ganze Reihe von Änderungen voran. Es gibt andere Staaten, also ich bin auch als Berater in Polen tätig, die hängen an ihren nationalen polnischen Qualifikationen ein riesen Reformprojekt dran. Wir halten das ja schön immer noch so. Wir kriegen ja kaum Leistungspunkte gebacken im Bereich der Berufsbildung. Ne? Also, das, ja, ne? Wir sind hübsch. Okay. Ne? Haben wir noch, da ist noch eine Frage. Ja, Lakatos, Fachhochschule Kaiserslautern. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich habe eine Frage. Die Hochschulen, die orientieren sich ja an dem veralteten HQR, der ist von 2005. Mhm. Die Akkreditierungsverfahren dazu orientieren sich informell eigentlich mehr an dem DQR. Wie läuft das weiter mit dem HQR? Läuft er aus? Wird er durch den DQR ersetzt? Wie sind da die Stimmungen? Also der Hochschulbereich hat ja, wenn man so will, einen gewissen Vorlauf gehabt. Die waren ja die Ersten auf diesem Gebiet, sowohl was den Qualifikationsrahmen angeht, auch was also diese, ich nenne das mal so, Harmonisierung angeht und Einstufung in bestimmte Bereiche. Im Prinzip wird sich dann nicht furchtbar viel ändern, glaube ich. Es wird dieses Akkreditierungsverfahren nach wie vor geben. Die Hochschulen werden nach wie vor auch nicht differenzieren. Also es wird immer nur Bachelor auf einem Niveau geben und Master auch auf einem Niveau. Und wenn irgendjemand sagt, das ist doch Käse, in Wirklichkeit sind die gar nicht einheitlich, dann wird gesagt, ja, das ist nur ein Problem von Qualitätssicherung. So, und an Qualitätssicherung, da muss man im Hochschulbereich arbeiten. Das ist ja im Moment das Problem, dass die Akkreditierungsagenturen im Kern sich immer noch darauf beschränken, Papierform zu bewerten. So, aber wie gesagt, es ist nicht mein Top-Bereich. Also ich bin da nur, wenn man so will, ein Außenstehender, der sagen kann, so wird es im Hochschulbereich wohl weitergehen. Ich schätze, die werden mittelfristig ihren Bereich arrondieren, aber das wird so ähnlich gehen. Es ist zum Beispiel eine Riesenfrage, ob Promotionen im Medizinbereich auf 8 bleiben. Also wir waren mal so weit, und zwar die Hochschulseite in unseren Gremien, zu sagen, also die Mediziner, so die übliche Promotion, ne? Also einer meiner Brüder hat das ja auch genauso gemacht, das kann man nicht als PhD bezeichnen.
Dafür braucht man mindestens 4 Jahre und. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann lassen wir die raus. Die Mediziner, die das nur im halben Jahr oder so machen, ne, die kriegen nicht Stufe 8, die bleiben bei 7. Können sie ja knicken. Ne? Also das ist politisch überhaupt nicht durchsetzbar. Ne? Ich habe immer wieder Anfragen von Seiten meiner Kollegen, ab wann, oder auch teilweise von den Schulen, ab wann wird eigentlich bundesweit in den Ländern das umgesetzt, dass die Schulen den DQR Stufe 6 in Zeugnissen reinschreiben können. Das ist jetzt Ländersache, das heißt 16 Länder, 16 Rechtsverordnungen, da 16 Vorschriften dazu müssen erlassen werden letztendlich. Die Meister haben es einfach. Mittlerweile war ja die Frau Bundesministerin bei der letzten Meisterfeier mit Herrn Otto Kanzler und großartig den ersten Meisterbrief mit DQR Stufe 6 überreicht. Und dann die nächste Frage ist, die Techniker, die vor Jahren den Abschluss gemacht haben, haben die eine Möglichkeit, sich das offiziell nachbescheinigen zu lassen? Es gehen ja momentan so irgendwelche fragwürdigen Bescheinigungen rum von Verbänden, die das ja zum Teil bis dato wohl verkauft haben, solche Bescheinigungen. Wir haben jetzt mittlerweile ein zusammenfassendes Schreiben herausgebracht in Deutsch und Englisch. Also ich sage es nochmal, wir bescheinigen nichts als VDT, sondern wir machen nur ein zusammenfassendes Schreiben und beschreiben kurz und gehen auf die Inhalte ein. Also wir sollten eigentlich mit den Bescheinigungen, also auf Zertifikaten, Diplomen, Zeugnissen fertig sein bis 2012, das haben wir nicht ganz geschafft, ist auch nicht so schlimm. Also wir sind in den letzten Zuckungen. Also in Hamburg zum Beispiel machen wir es jetzt ab Sommer auf allen Zeugnissen. Der Hochschulbereich nimmt es in die Zeugniserläuterung rein, das läuft auch. Die Sozialpartner wollen das auf alle Zeugnisse bringen, jetzt die nach BBEC ausgestellt werden. Also ich schätze mal, in einem halben Jahr sind wir mit dem Thema durch. Nachträgliche Bescheinigung soll es nach unserer Version nicht geben. Weil wir geprüft haben, so lautet die reine Lehre, weil wir geprüft haben, die Qualifikation zum heutigen Zeitpunkt und nicht, was eventuell früher war. Und weil wir, das jetzt etwas lax formuliert, keine Lust hatten zu prüfen, ob das vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder 20 Jahren vielleicht schon genauso war. Also wir haben das alles sein lassen. Das ist im Moment Stand der Verlöbnisse. Ich weiß, bei als die höheren Fachschulen zu Ingenieurschulen übergingen und als die graduierten Ingenieure dann zu Diplom-Ingenieuren wurden, ist das ein bisschen anders gelaufen. Deshalb, ich würde nicht wesentliche Teile meines Vermögens dafür verwetten wollen, dass das immer so bleibt, was ich gesagt habe. Das ist im Moment der Stand.